Es gab gestern und auch heute ein Telefongespräch mit der Bundesinnenministerin. Da hat sie auch das deutlich gemacht, was für uns notwendig ist, um in ein solches Gespräch zu gehen. Wenn ich mir die letzten Stunden und die Wortmeldungen aus der Koalition anschaue, dann bringe ich das noch nicht so richtig übereinander, um ganz ehrlich zu sein. Und deswegen muss man ehrlicherweise sagen, so wirklich sind die Voraussetzungen, die wir gemeinsam vereinbart haben, nicht gegeben. Aber es ist auf der anderen Seite so, dass es eine gewaltige Herausforderung für unser Land ist. Es ist eine große Aufgabe. Es gibt ein Bedürfnis, die Migrationsherausforderungen gut zu bewältigen. Und deswegen war es für uns auch klar, dass wir an diesem Gespräch teilnehmen und ein weiteres Mal jedenfalls versuchen, unseren Beitrag zu einer guten Lösung zu leisten. Ob es gelingt, wird ganz entscheidend davon abhängen, ob es tatsächlich so ist, dass die Regierung und die Koalition mit uns der Meinung ist, dass das geltende Recht Zurückweisungen an der Grenze all derer, die aus einem EU-Mitgliedstaat kommen und bei uns Asyl begehren, möglich ist. Diese Frage, die muss jetzt zunächst geklärt werden und daran entscheidet sich im Grunde genommen auch, ob dieses Format für die Zukunft tragen kann oder eben nicht. Wenn Sie die Grünen ansprechen, dann sind da Zweifel erlaubt. Ich habe gestern die Frau Tröge gehört, die beispielsweise diese Zurückweisungen ganz grundsätzlich ablehnt. Heute Vormittag hat sich der Parteivorsitzende Nuripur geäußert, dass er die Pläne von Frau Faeser gar nicht kennt, was gewisse Zweifel nährt, was die Abstimmung innerhalb der Koalition anbelangt. Also es gibt viele Hinweise, die das Ganze schwierig erscheinen lassen. Aber nun gut, so ist es. Wir stellen uns diesem Gespräch, wir gehen da auch unvoreingenommen hin. Aber klar ist, am Ende muss unabhängig von der Atmosphäre das Ergebnis stimmen.